Hallo Leute und herzlich willkommen, ich bin's der Pommes. Und ja Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und ja Leute, ich wurde öfters gefragt, dass ich endlich dieses Video mache. Denn ja Leute, ich sag euch nur so viel. Und zwar wurde ich im Livestream von einer riesen Mücke attackiert. Ja, Leute, und zwar fing das Ganze so an, ich war gemütlich am Livestream, und zwar war ich mit dem Domme live auf Twitch, und zwar haben wir Eurotruck gelivestreamt, und das, glaube ich, 3 Stunden lang oder so, und auf jeden Fall so in der Hälfte des Streams ist plötzlich aufgetaucht vor mir. Ich habe hier irgend so einen riesen Schatten gesehen und dachte mir nur so, was war das denn? Und da habe ich mich gerade versehen. So, 5 Minuten später habe ich dann nochmal geguckt und dann dachte ich, hey, da ist doch irgendwas. So, dann habe ich mir halt mal die GoPro geschnappt, habe mal gesagt, so im Livestream, ich habe den nicht mal ausgemacht, sondern ich habe einfach gesagt, so, ja, Leute, ich muss mal ganz kurz aufstehen, muss mal kurz was gucken. Habe ich die GoPro schon mal angemacht. Und ja, Leute, dann wurde mir so langsam klar, da ist wirklich was und das ist eine Riesenmücke. Und ja, Leute, man sieht die zwar jetzt nicht ganz so gut auf dem Video, was ich aufgenommen habe, da wir nachts, also es war sehr spät, wir hatten, glaube ich, 12 oder so, wo ich das aufgenommen habe. Ja, Leute, schaut es euch einfach an. Ich versuche das euch irgendwie mal ein bisschen zu zeigen. Auf jeden Fall war es eine sehr, sehr lustige Aktion. Erst recht, die im Livestream haben sich richtig gefreut darüber, dass ich da plötzlich zum Mückenhunter montiere. Und ja, Leute, schaut es mal an und bis gleich. Der GoPro. Also, Leute, ich bin gerade am Livestreamen. Und der liebe Kirk ist dabei und so. Und alles ist richtig gechillt. Aber, Leute. Hier fliegt irgendwo so ein riesen Ding rum. So, okay, guck mal hier, ich nehme das gerade mit der GoPro auf. War doch mal ganz kurz. So, ich habe mal ganz klein ein Headset weggetan. Mein Gott, das Ding ist hinter meinem PC, ne? Das ist nicht mehr... Alter, Leute. Ich habe hier eine riesen Schnarke in meinem Zimmer. Die ist gigantisch. Junge, die ist so ekelhaft. Aber ich kann die jetzt nicht einfach umbringen, Mann. Ich brauche ein Glas oder so. Also, ich habe mir jetzt ein Glas geholt. Ey, dieses Ding, das ist so riesig, das ist nicht mehr normal. Da ist es, es fliegt hier rum. Vor allem in dem Livestream, weißt du, in dem Livestream kommt hier so ein Riesenviech rein. Ey, das ist ja nicht mehr normal. Ey, das ist nicht mehr normal. Ich versuche die gerade zu jagen, aber nee. Ich muss mal ganz kurz warten, bis sie sich hinsetzt. Da, sie hat sich hingesetzt. Sie hat sich hingesetzt. Ey, mein Glas ist zu klein. Fuck! Ey Leute, ich will nichts sagen, ne? Ich hab das Viech jetzt. Es sitzt gerade da drin. Aber jetzt habe ich kein Blatt. Ich habe kein Blatt. Was mache ich denn? Jetzt habe ich kein Blatt, ja, ich Scheiße. Oh, fuck. So Leute, mein altes Mauspad musste jetzt dafür hinblechen. Da ist es. Und ich werde jetzt einfach mal rauslassen und dann, ja, Leute. Fuck. So, ich hoffe, ich konnte es euch irgendwie mal so ein bisschen erläutern, was da passiert ist. Aber, Leute, das war's noch gar nicht, ja? So, der Stream ist zu Ende, es ist schon etwas später. Ich glaube, wir hatten dann 1 oder so. Ja, Leute. Ich habe das Ding also genommen, hab's halt mit einem riesen Glas rausgeschmissen. Das Viech war sogar zu groß für das Glas. Egal, wir haben die Mücke, ich habe sie nicht getötet, sondern ich habe sie rausgeschmissen. Und ja, wie gesagt, dann 2 Stunden später ungefähr, ich wollte eigentlich pennen gehen. Liege da, war irgendwie gerade im Versuchen zum Einpennen. Und ja, Leute, dann habe ich plötzlich was gehört. Und zwar ist hier irgendwas, habe ich schon wieder gehört, was hier an meinen, ich habe hier 1000 Bilder an meiner Wand. Was da die ganze Zeit gegen meine Bilder fliegt, das muss bup, die ganze Zeit. So, ich mache das Licht an, stehe total verpennt auf. Und dann sehe ich diese Scheißviech schon wieder. So, Leute, also. Es ist jetzt wieder etwas später. Etwas später. Der Livestream ist schon lange vorbei. Und, was soll ich nur sagen? Dieses hässliche Viech ist tatsächlich wieder reingekommen. Ich habe keine Ahnung, wie die durch diese Rolllade kommen. Denn diese Rolllade ist... Das ist eigentlich unmöglich. Obwohl ich die Rollladen unten hatte, das Fenster war, ja doch, das war so ein bisschen auf Kipp.
Auf jeden Fall waren die Rollladen da, deswegen das Viech konnte gar nicht durchkommen. Ich habe keine Ahnung, wie das in dieses Zimmer wieder reinkam. Auf jeden Fall habe ich dann mein Fenster komplett zugemacht. Und dann dachte ich mir so, ja, das erste Mal habe ich dich gerettet, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich will einfach nur schlafen. Dann habe ich halt einen Turnschuh genommen, habe da mal draufgehauen. Ja, Leute, es tut mir leid, ich habe wirklich draufgehauen, weil ich einfach meine Ruhe haben wollte. Und ich meine, das erste Mal habe ich es gerettet, deswegen, ja, ne, ich meine, so schlimm fand ich das jetzt dann in dieser Situation auch nicht mehr. Ich wollte einfach nur noch schlafen. Ja, Leute, das Viech war also tot, dass sich nicht mehr bewegt. Ich gehe schlafen. So. Ich war dann noch irgendwie was am Handy, habe noch, keine Ahnung, ich glaube, ich habe Kommentare gelesen oder so. Oder war auf, was weiß ich, was Facebook, was weiß ich. Auf jeden Fall höre ich da schon wieder was. Ich stehe also auf, total aggressiv, mach das, den Lichtschalter an und das Ding lebt immer noch. Es hat sich vorher nicht bewegt. Und ich habe da mit einem Turnschuh drauf, ich habe da mit einem Turnschuh drauf gehauen. So. Also, ich stehe also auf, total abgefuckt. Und dieses Viech fliegt hier schon wieder rum. Durch mein Zimmer. Es ist wirklich schon wieder durch mein Zimmer geflogen. So, dann habe ich es auf jeden Fall, ist es dann plötzlich irgendwann weg gewesen. Ich habe es dann gesucht. Sondern ich habe hier noch eine alte PlayStation 3 stehen. Und die steht halt, also sagen wir, mein Handy ist die Wand. Hier steht die PS3 und dazwischen ist so ein bisschen Luft. So, dazwischen ist dann diese hässliche Mücke gelandet. Genau hier zwischen, hier meine PlayStation, hier die Wand. So, dann dachte ich mir so, komm, scheiß jetzt einfach drauf. Dann habe ich einfach meine PlayStation genommen und habe einfach nur so gemacht. So, und habe diese PlayStation volle Möhre gegen dieses Viech gehauen. Seitdem habe ich es nicht mehr gesehen. Ich will auch ehrlich gesagt nicht gucken, denn wenn ich jetzt die PlayStation nachher wegtue und dieses Ding lebt immer noch, dann würde ich, glaube ich, mit einem Flammenwerfer in mein Zimmer gehen. Auf jeden Fall, meine PlayStation hat das Ganze dann geregelt anscheinend. Die war sowieso schon kaputt, deswegen ist das eigentlich scheißegal, was mit dem Ding passiert. Ja, Leute, ich habe also versucht, dreimal dieses Viech loszuwerden. Nee, doch. Doch, dreimal oder? Keine Ahnung. Es kam auf jeden Fall mehrmals. So, jetzt ist halt die Frage, wie kam dieses Viech hier nochmal rein? Es hat's überlebt, wie ich mit dem Turnschuh draufgehauen habe. Oder es kam halt noch eins rein. Und es waren zwei oder drei insgesamt. Oder die haben sich geklont oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war das einer meiner besten und lustigsten Livestream-Szenen, die so passiert sind. Weil, ich meine, das war einfach mitten im Livestream, weißt du, wir waren einfach so am Quatschen, ne, die haben da Kommentare geschrieben und so im Livestream. Ja, und ich habe halt natürlich alles angelassen, ich habe natürlich die Webcam angelassen, alles. So, und dann habe ich mich halt auf die Jagd gemacht. Und das hat man natürlich auch im Livestream gesehen. Und das war bestimmt ein Bild für die Götter, wie ich durch mein Zimmer gejagt bin, um dieses Viech zu kriegen. Also Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und diejenigen, die sich auf dieses Video gefreut haben, hoffe ich natürlich, euch hat es gefallen und den anderen natürlich auch. Leute, wenn euch diese Aktion oder überhaupt dieses Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder zeigt es mir mit einem Abo oder einem Kommentar. Ich würde mich riesig drüber freuen. Und ja, Leute, ich habe übrigens sturmfrei und ich denke, jeder, der dieses Gefühl kennt, ist... Es ist so wunderschön. Es ist wunderschön, dieses Gefühl. Auf jeden Fall werde ich meinen Samstagabend jetzt mit einer 250 Gramm Funny Frisch Chips-Tüte verbringen und werde dieses Video dann noch schneiden. Und ja, Leute, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Black Pommes und ja, noch ein schönes Wochenende. Ciao, Leute.